den Titel richtig gelesen. Also, hoffe ich zumindest. Ja, Freunde, ihr habt's richtig gesehen. Es gibt wieder ein brandneues Barry Prison Video für euch. Denn ihr alle feiert diese Barry-Reihe unnormal. Und genau deshalb werden wir heute, also wirklich, ich meine das komplett ernst, wir werden heute komplett übertreiben. Und deshalb werde ich euch heute ein Secret Update zeigen, mit dem es möglich ist, einfach aus einem Lava-Barry-Gefängnis auszubrechen. Ihr habt richtig gehört, ein Barry-Gefängnis voller Lava. Und bevor wir damit starten, Freunde, möchte ich mich nochmal ganz kurz für euren Support bedanken. Das letzte Barry-Video hat einfach nach einem Tag 20.000 Likes gehabt, was wirklich geisteskrank ist. Und deshalb möchte ich es heute schaffen, mit euch gemeinsam einfach mal die 30.000 Likes zu schaffen. Ich weiß, das klingt verrückt und ja, das ist es auch. Aber ich denke, wenn jetzt wirklich jeder hier ein Like da lässt, dann könnten wir das schaffen. Also worauf wartet ihr? Verprügelt den Like-Button! Und jetzt würde ich sagen, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge Roblox! Here we go, Leute! Da sind wir und oh mein Gott, ihr seht, ich hab's im Pre-Intro erwähnt. Und ich glaube, ihr habt's auch im Titel gelesen. Wir sind hier heute einfach mal in einem Barry-Gefängnis. Man unschwer erkennen kann. Voller Lava. Und damit ist nicht zu spaßen. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist richtige Lava. Wenn man da reinfällt, dann ist nicht mehr so viel übrig von einem. Also ich denke, das ist selbsterklärend. Ihr müsst mir hier heute helfen, auszubrechen. Denn ihr seht, es ist heute nicht nur die Lava, die uns hindert, auszubrechen, sondern auch Barry. Der ist da hinten, ne? Und der ist logischerweise einfach mal aus Stahl oder keine Ahnung, was das ist. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob der auch furzt. Okay, es war klar, er furzt, was auch sonst. Ich denke, jetzt habe ich aber genug um den heißen Brei gelabert. Es wird Zeit, hier auszubrechen. Und ich glaube, wir müssen unseren Teddy hier zurücklassen. Tut mir leid, Teddy. Das heißt, wir schauen erstmal, dass wir hier irgendwie rauskommen. Ich glaube, wir müssen nämlich hier oben lang. Wir gehen erstmal auf die Toilette, dann auf den Wandschrank. Und dann folgen wir einfach mal den Pfeilen hier. Denn die zeigen wie üblich hier einmal in den Lüftungsschacht. Das heißt, wir brechen einmal den Lüftungsschacht auf. Ihr wisst, ich mag diese Lüftungsschächte nie, aber wir haben keine andere Wahl. Wir schauen einmal langsam um die Ecke und da geht's weiter. Hier ist der nächste Lüftungsschacht. Wir machen das einmal auf. Und dann ist hier unser Au... Aber ich würde sagen, um das hier heute zu einer Challenge zu machen, haben wir insgesamt nur 3 Leben und 1 ist jetzt schon weg, Freunde. Sollten wir also noch 2-mal sterben, ende dieses Video sofort. Also drückt mir mal die Daumen, dass wir jetzt nicht noch 2-mal sterben. Ne? Wir schauen mal, dass wir jetzt hier irgendwie über diese Lava drüber kommen. Wir müssen das mal ganz kurz ausspähen. Also hier ist halt überall Lava. Ich glaube, wir können maximal über diese komischen Geländer da. Das heißt, wir springen einmal darüber in der Hoffnung, dass wir da nicht runterfallen. Okay, das hat schon mal funktioniert. Jetzt schleichen wir uns einmal hier am Rand entlang und laufen einmal über diese Geländer drüber. Wir dürfen auch nicht hier rechts runterfallen, denn da unten warten so spitze Lavastacheln auf uns. Das heißt, wir gehen einfach lieber weiter geradeaus und hoffen mal, dass wir das hier problemlos schaffen. Komm schon! Wir haben es geschafft. Wir sind hier oben. Das ist auch das erste Mal, dass ich mir selber eine Challenge mache mit gerade mal 3 Leben. Sonst haben wir ja immer unendlich Leben gehabt. Heute wird es echt mal ein bisschen schwieriger. Und ich frage mich gerade, wie soll ich denn da hochkommen, ohne zu sterben? Aber warte mal, vielleicht ist das hier drüben eine Leiter. Meint ihr, ich kann da hochklettern? Oh, ich habe gerade schon ein bisschen Angst gehabt, dass das eine Falle ist und wir hier runterfallen. Aber nein, wir können hier hochklettern. Jetzt müssen wir es nur irgendwie schaffen, von hier einmal hier drüben auf das Geländer zu schaffen. Und wir haben es hinbekommen. Und da ist auch ein anderer Spieler, der versucht auch gerade hier auszubrechen. Aber weißt du was? Ich bin eher draußen als du. Pass auf. Wow. Okay, jetzt müssen wir einmal hier den roten Knopf drücken. Den drücken wir einmal. Und jetzt fahren sich hier diese Teile aus der Wand. Ihr seht es. Okay, dann schauen wir mal, dass wir jetzt hier drüber kommen, ohne da runterzufallen. So, komm schon, Lumex. Du hast es gleich geschafft. Okay, wir sind schon mal weiter. Ich sag euch ehrlich, das ist wirklich nicht so einfach, wie es vielleicht aussieht. Aber wir dürfen halt auf keinen Fall hier diese Lava berühren, weil sonst war es das einfach und wir haben nur noch 2 Leben. Also, lass uns jetzt mal lieber den Schraubenschlüssel hier aus der Wand nehmen und hier oben dieses komische Teil da einbrechen. Die Frage ist, wie kriegen wir das jetzt auf? Müssen wir dagegen schlagen? Komm schon! Ich komme da nicht ran, wir müssen weiter ran. Oh. Jetzt stehen wir hier gerade so ganz auf der Kante. Ich stehe schon förmlich in der Luft. Noch 1 Millimeter weiter und wir sind in der Lava. Komm schon. Oh, oh mein Gott, war das knapp. Wir haben es gerade so geschafft, Leute. Aber okay, wir sind weiter. Wir sind im Lüftungsschacht. Das heißt erstmal keine Lava. Das ist schon mal gut. Jetzt geht's hier aber nach unten in der Hoffnung,
dass wir hier nicht in Lava landen. Gott sei Dank waren hier unten so Platten und... Oh mein Gott, was geht denn hier ab? Ihr könnt es alle selber sehen. Wir sind jetzt hier unten im Zelteraum. Da hinten ist der Stahlberry. Und ich glaube, wenn der uns mit seinem Stahlbeil da verknüppelt, wird das echt wehtun. Und wie ihr sehen könnt, Barry kann einfach mal über Lava laufen. Komm schon, renn schneller, Lubex, renn! Guck mal, der kann einfach über Lava laufen. Das gibt's nicht. Wir müssen jetzt hier hoch auf das Geländer. Komm schon, wir müssen schneller laufen. Oh, ich glaube, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt oben auf diesem Rohr da. Barry wartet da unten. Ja, Barry, hast du gedacht, dass du mich fangen kannst, hä? Wir sollten lieber nicht so viel reden. Wir müssen hier ausbrechen. Weil das wird immer wärmer hier im Raum. Irgendwann ist die Luft so heiß, dass wir automatisch sterben. Also, wir laufen einmal hier am Rand vorbei. So, geh aus dem Weg. Wir müssen hier... Nein. Bitte nein. Nein, ich bin so dumm, Freunde. Ich bin so dumm. Ich habe voll vergessen, dass wir den Knopf drücken müssen. Oh nein. Ihr wisst, was das heißt. Wir müssen den ganzen Weg nochmal zurück. In der Hoffnung, dass Barry uns nicht dabei schnappt. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen nach unten. Jetzt oder nie. Ab nach unten. Wir müssen schnell den Knopf drücken. Komm schon. Ich habe den Knopf gedrückt. Barry ist jetzt hier schon hinter uns her. Beeil dich, Lubex. Renne schneller. Komm schon. Was? Das geht's doch. Ich bin einfach in die Lava gefallen. Wie doof. Wieder ein weiteres Leben, was mir abgezogen wurde. Und ich habe nur noch ein einziges Leben übrig. Das heißt, wir dürfen nicht mehr sterben. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich meine, ihr seht, überall wartet noch Lava auf uns. Und es besteht überall die Gefahr, dass wir einfach sterben. Ich meine, wie soll ich das denn bitte schön machen? Das ist wirklich alles andere als einfach hier. Und das gerade mal mit einem einzigen Leben. Und ich weiß nicht, wo die langläuft, aber die läuft komplett falsch. Weil ich glaube, wir müssen da auf das Schild drauf. Aber der Sprung ist übel weit dann bis dahinter. Das schaffen wir doch niemals. Ich glaube, wir müssen doch hier drüben lang. Ja, schaut mal. Okay, ich habe nichts gesagt, Freunde. Ich habe nichts gesagt. Wir müssen, glaube ich, doch hier lang. Beziehungsweise der Weg hat auch funktioniert. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Können wir da einfach drüber springen? Wir nehmen mal die Schaufel. So, und jetzt müssen wir eigentlich nur da runter ins Loch rein. 3, 2, 1. Wow! Wie weit nach unten muss ich mich denn noch graben, hä? Ich glaube, wir müssen bis zum Erdkern. Okay, das war echt weit nach unten. Aber jetzt sind wir hier einfach mal in dieser komischen Höhle. Hier ist ja, glaube ich, auch normalerweise richtig Lava. Also auch im normalen Barry-Modus. Aber ich glaube, hier ist nochmal alles extra schwer. Weil ich glaube, man muss erst irgendwie darüber. Und von hier muss man dann irgendwie darüber kommen. Wie soll das denn gehen? Wie soll ich denn von hier auf diesen Stein darüber? Ich meine, wenn ich noch einmal Lava berühre, war's das? Ich will es nicht riskieren, dass wir sterben. Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in den Shop rein und kaufen uns mal hier so eine Sprungspirale für 150 Robux. Und wisst ihr was? Wir kaufen uns auch gleich noch die Crappler-Pistole für auch nochmal 200 Robux, damit wir es einfach haben. Wir springen und crappeln uns. Oh mein Gott, es hat funktioniert, wir sind drüben, dank dem Crappler. Okay, jetzt dürfen wir aber hier trotzdem keinen weiteren Fehler machen. Wir laufen jetzt einfach mal hier rüber und müssen jetzt hier über diese Steine. Okay, das sieht bisher aber ganz gut aus. Bisher sieht's gut aus. Okay, jetzt kommt die Hängebrücke. Ich hoffe, die wird uns hier nicht zum Verhängnis. Oh, oh, oh. Warte, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Freunde. Okay, jetzt nur geradeaus laufen. Komm schon, wir sind der Freiheit nicht mehr weit entfernt. Komm schon. Warte mal, was ist das denn? Okay, hier sind ja normalerweise diese Spikes, aber hier ist auf einmal jetzt so Lava und ich glaube, man muss hier am Rand entlang laufen. Ich habe so Angst, dass ich irgendwie so Spikes oder irgendwas berühre. Weil ihr wisst, wenn wir noch einmal sterben, dann war's das. Wir haben nur noch ein Leben übrig. Das heißt, wir laufen jetzt einmal. Ich weiß es nicht, kommen hier jetzt so Kugeln trotzdem gerollt oder ist die Kugel hier deaktiviert? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall seht ihr, ist das hier komplett anders als im normalen Barry-Modus. Hier muss man jetzt so drüber laufen am Rand. Hier ist einfach überall Lava in der Mitte. Wir haben es gleich geschafft. Komm schon. Aber nein, da oben, Freunde, ihr seht es. Da ist Barry der Ritter, unser nächster Gegner. Aber weißt du was? Barry, Ritter, du kannst mir gar nichts. Lol, der schläft einfach. Lol, einfach immer geradeaus der Nase entlang. Jetzt hier nicht reinfallen. Wir mogeln uns hier dran vorbei. Springen einmal nach drüben. Und dann legen wir den Hebel um.
Ladies and Gentlemen, es geht nach oben. Wir sind jetzt eigentlich schon so, ich würde sagen, bei der Hälfte ungefähr. Und das nur noch mit einem einzigen Leben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange wir es noch schaffen zu überleben. Ich würde einfach mal hoffen, dass wir es bis zum Ende schaffen. So, jetzt haben wir hier unseren Energy Drink getrunken. Jetzt müssen wir hier nur irgendwie drüber kommen. Und das ist unnormal schwer. Ich meine, hier ist überall Lava. Wenn wir einmal Lava berühren, war es das einfach. Weil sonst endet das Video. Also drück lieber mal die Daumen, dass das Video nicht endet. Digga, ich bin gerade so konzentriert. OMG. Ja, also wir brechen hier aus einem Barry-Gefängnis voller Lava aus. Dass ich das jemals mache, hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Aber ihr seht, es ist der... Okay, hier gehe ich mal lieber ganz schnell weg. Unser Weg geht nämlich hier entlang. Ey, ich wäre gleich fast wieder in der Lava gelandet. Das könnt ihr euch nicht ausmalen. So, ich glaube, jetzt müssen wir hier einmal nach oben. Oh, Digga, das war schon wieder so knapp. Das war so knapp schon wieder. Okay, wir sind in den Telefonzellen angekommen. Das heißt, das Ziel kommt immer näher. Jetzt müssen wir allerdings erstmal hier rüber, um hier... ihr wisst schon, die Leiter zu holen, mit der wir dann oben durch den Lüftungsschacht durchlaufen können. Das heißt, wir holen jetzt einmal hier ganz kurz die Leiter und hoffen mal, dass das jetzt hier unser Ausgang ist. Digga, das ist doch alles hier nichts Halbes und nichts Ganzes. Wie soll ich denn hier drauf vertrauen, dass ich nicht in die Lava reinfalle? Das ist so knapp alles die ganze Zeit. So, wir stellen die Leiter hier einmal ab und dann klettern wir einmal nach oben durch den Lüftungsschacht durch. Ich wollte jetzt eigentlich nicht die Leiter bewegen. Oh, komm schon, ein Sprung. Ab in die Freiheit mit uns. Komm schon, kletter schneller, Lumix. Ladies and Gentlemen, wir sind jetzt hier beim Ventilator angekommen. Ihr seht, der Ventilator ist am Pusten. Ne? Er will uns in die Lava reinpusten, aber ich lasse das nicht zu. Komm schon, wir rennen. Wir rennen um unser Leben. In der Hoffnung, dass wir nicht in die Lava reinfallen. Komm schon. Okay, die Frage ist nur, was müssen wir jetzt machen? Wo müssen wir hin? Wir müssen da drauf, aber da ist Lava. Leute, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Müssen wir da? Wir müssen da drauf. Und jetzt hier drauf. Oh mein Gott, ich hab's. Komm schon, jetzt nicht aufgeben. Wir dürfen jetzt hier auf keinen Fall runterfallen. Wenn wir hier runterfallen, dann war's da sowas von. Alter. Okay, jetzt müssen wir einfach nur irgendwie da an diese Leiter rankommen und da hochklettern. Das sollten wir doch hinkriegen, oder? Das sollten wir doch. Oh, hinkriegen, wir haben's. Okay, jetzt einmal darüber. Oh mein Gott, war das knapp. Ich bin runtergefallen, fast in die Lava. Digga, das ist so schwer. Es ist so schwer, ihr glaubt mir das nicht. Okay, wir sind jetzt hier oben auf der Leiter. Wo müssen wir jetzt eigentlich lang? Ich glaube, wir müssen jetzt hier um die Ecke. Wie soll ich denn da um die Ecke kommen, ohne zu sterben? Wie soll das denn gehen? Freunde, wir müssen hier auf Nummer sicher gehen. Wir gehen nochmal in den Shop. Was ist das hier? Guck mal. Ein Heli-Head. Ich glaube, mit dem können wir fliegen. Wir müssen hier auf Nummer sicher gehen, wenn wir ausbrechen wollen. Oha! Was ist das denn? Wir können damit einfach so richtig hochspringen. Ich glaube, damit sollten wir es schaffen. Oh, wir haben es. Komm schon. Jetzt einmal noch darüber. Oh! Komm schon. Oh mein Gott. Der Heli-Head hat uns gerade so den Hintern gerettet. Jetzt einfach nur weiter geradeaus laufen. Komm schon. Einfach nur weiter geradeaus laufen. Es sieht sehr, sehr gut aus. Es sieht sehr, sehr gut für uns aus, Freunde. Wir dürfen nicht aufgeben. Komm schon. Lumix, du schaffst das hier auszubrechen. Wir kriegen das hin. Komm schon, wir sind nicht mehr weit vom Ziel entfernt. Komm schon. Okay, jetzt müssen wir nur noch einmal hier oben rein. Und ich glaube, dann sind wir nicht mehr weit entfernt. Der Ausgang müsste gleich kommen. Komm schon. Jetzt müssen wir nur noch einmal hier den Run and Jump hinter uns bringen. Aber ich glaube, das ist der leichteste Part hier. Komm schon, das schaffen wir doch. Okay, warum ist es auf einmal so dunkel? Hallo, ist hier jemand? Okay, warte, es sieht gut aus. Hier ist keine Lava. Okay, doch, unter uns ist doch Lava. Ich habe nichts gesagt. Alter, was geht denn hier ab? Das ist unglaublich. Okay, komm schon. Jetzt müssen wir einmal hier noch drüben in die Luke rein. Komm schon, einmal nach oben, rein in die Luke. Wir haben es gleich, Freunde. Wir haben es gleich. Komm schon. Also, oh, ich glaube... Barry, der Chefkoch, müsste hier auf uns warten. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich meine, die komplette Cafeteria ist voller Lava. Kann auch sein, der ist hier einfach in der Lava untergegangen. Das wissen wir nicht. Und jetzt fliegen wir von hier nach da drüben auf das Rohr drauf. Und jetzt laufen wir einfach hier entlang. Wir haben getribbelt. Junge, ich weiß ehrlich nicht, wie man das ohne Gadgets schaffen soll. Das ist doch unmöglich gefühlt. Komm schon, jetzt ab nach unten. Jetzt einmal hier entlang.
Ey, das dürfen wir jetzt nicht verkacken. Das dürfen wir sowas von nicht verkacken, Freunde. Oh mein Gott, bitte rutsch nicht in die Lava rein. Bitte rutsch nicht in die Lava rein, bitte. Oh! Oh! Oh mein Gott! Alter, war das ein crazy Jump. Und warte, ich glaube, jetzt müssen wir hier ein bisschen balancieren. Zwischen Lava und Abgrund. Einmal auf dem Geländer entlang. Digga, das ist mit Abstand der krasseste Barry-Ausbruch aller Zeiten, ne? Freunde, wenn ihr das feiert, lasst auf Ehre wirklich mal ein Like da. Es ist so schwer, hier auszubrechen. Das glaubt ihr mir gar nicht. Aber ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Wir brechen hier gleich aus dem Lava-Berry-Gefängnis aus. Erstmal müssen wir aber noch an den Lasern vorbei. Komm schon, wir müssen die Laser schaffen. Ey, komm schon, wir haben nur noch den letzten Laser. Dann sind wir fast am Ende. Komm schon! Oh, oh. Okay, wo müssen wir hin? Wir müssen jetzt hier auf dieses komische... Was ist das, ein Rohr oder sowas? Komm schon! Komm schon! Oh, wir haben's! Wir sind fast am Ende! Da hinten ist gleich der Ausgang. Da hinten ist gleich der Ausgang, Freunde. Da hinten ist der Ausgang. Wir nehmen den Helikopter-Head und fliegen einfach mal nach oben. Oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Und jetzt einmal von hier nach da. Oh! Okay, wir haben's gleich. Hier ist der Ausgang. Aber warte mal. Wo? Wo ist Barry, der Endgegner? Warte mal. Freunde, ich glaube, das ist der erste Barry-Ausbruch, wo es keinen Endboss-Fight gibt. Das Gefängnis ist so krass, dass es hier keinen Endboss-Fight gibt. Stattdessen gibt es hier eine komplett neue Konstruktion. Das gab es bisher in keinem Barry-Modus. Dass es hier einfach am Ende nochmal so einen kleinen Champion-One gibt. Wo man sich hier einfach so drüber kämpfen muss. Das ist ja mal unnormal krass gemacht. Okay, wir springen einmal hier drüber. Und hier oben wartet der Helikopter auf uns. Ladies and Gentlemen, wir haben es geschafft. Hier ist das Ende. Ich bin wahrscheinlich einer der Ersten, der es geschafft hat, hier die Lava-Map durchzuspielen. Also lasst dafür auf Ehre einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen zu einem neuen Video, Leute. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.